Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einem FAQ. Wenn ihr dieses Video seht, habe ich schon hinter mir, was ist gemeint, meine Nabelbruch-OP, die leider jetzt am 17. Oktober stattfinden musste. Ja, und wie schon angekündigt, ich kann leider jetzt wirklich ein paar Tage nicht in den Wald, muss mich schonen, wieder richtig gesund werden und dann geht es wieder richtig rund. Aber zur Überbrückung haben wir ja gesagt, machen wir das ein oder andere spannende Pilzporträt, das ein oder andere spannende vielleicht Rezeptvideo und auch das ein oder andere FAQ. Und genau das ist heute dran. Heute gibt es ein FAQ mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Fragen, die ich die letzten Wochen erhalten habe. Starten wir gleich rein in die ersten Fragen. Was ist denn eigentlich, wenn, wie in dem Beispiel vor ein paar Tagen gezeigt, vielleicht blende ich euch das Beispiel auch nochmal ein Steinpilz direkt an einem Giftpilz, wie zum Beispiel einem Fliegenpilz wächst. Ist der Steinpilz dann giftig? Ja, theoretisch ist es so, dass man dann nur aufpassen muss, dass bei der Ernte von dem Steinpilz keine Bruchstücke von einem giftigen Fruchtkörper, der direkt daneben oder sogar dran steht, mit im Körbchen landen. Pilze haben bei uns, also zumindest die bei uns vorkommenden Arten, keine Kontaktgifte. Das heißt, ist es normalerweise auch nicht gefährlich, dass man sagt, man berührt eine giftige Art und steckt dann die Finger in den Mund. Das sollte normalerweise nichts passieren, wenn eben keine Bruchstücke an den Fingern oder eben am geernteten Speisepilz letztendlich haften bleiben. Also, ihr müsst nur darauf aufpassen, dass eben bei der Ernte von dem Speisepilz kein Bruchstück von einem Giftpilz mit im Korb landet, was beim Fliegenpilz jetzt vielleicht nicht so super dramatisch wäre, aber bei anderen Arten, wie zum Beispiel dem grünen Knollenblätterpilz, der viel giftiger ist, dann doch irgendwo eine Gefahr darstellen würde. Ganz oft kam auch die Frage, ja, wo seid ihr denn eigentlich unterwegs? Und die Frage ist gar nicht mehr so einfach zu beantworten. Früher hätte ich einfach gesagt, ja, normalerweise in den Landkreisen Mühldorf und Altötting in Oberbayern. Und jetzt ist es doch so, dass wir gerade auch in den umliegenden Landkreisen häufiger unterwegs sind. Mal in Richtung Meerrosenheim die Richtung, mal ein bisschen mehr in die Richtung Dingolfing-Landau, mal ein bisschen weiter in die Berge rein, Richtung Traunstein. Ja, und so wechselt sich das immer ab. Und ich richte mich da immer so ein bisschen, wo ist vielleicht mehr los? Was sprechen die Fundberichte in den Pilzgruppen auf Facebook. Ja, und je nachdem entscheide ich dann, ist bei uns zu Hause viel los, dann bin ich natürlich am liebsten da unterwegs, weniger Zeit im Auto, mehr Zeit im Wald und im Habitat. Ja, wenn natürlich bei uns fast gar nichts oder nichts los ist, dann schaue ich bei uns zu Hause ab und zu mal so ein bisschen in die Wälder rein und wenn ich dann feststelle, okay, da tut sich gar nichts, geht es halt dann am nächsten Tag ein bisschen weiter weg in Regionen, wo es dann vielleicht gerade im Sommer mehr geregnet hat und dann dementsprechend mehr los ist. Wo und wann gibt es denn unser Pilzbuch zu kaufen? Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die ein paar Mal jetzt kam und es handelt sich dabei eigentlich um ein komplettes Missverständnis, denn unser Ziel ist es ja eigentlich, ein Online-Pilzbuch, ein interaktives Pilzbuch zu machen, wo man dann sagt, man hat nicht nur Bilder, man hat nicht nur eine Beschreibung, vielleicht auch das ein oder andere Rezept oder Infos zur Giftwirkung, sondern eben federführend auch ein Pilzporträt in Videoform, wo man dann sagen kann, okay, man hat Detailaufnahmen von allen Seiten, man hat weitere Informationen, auch die Verwechslungspartner direkt im Video gezeigt, möglichst vielleicht sogar in einem direkten Vergleich und das ist über ein gedrucktes Pilzbuch eigentlich so gut wie gar nicht abzubilden, weil es dann auch ganz, ganz schnell sehr, sehr umfangreich wird. Und außerdem ist es ja immer so, dass sich das ganze Wissen immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, erweitert. Ganz neue Erkenntnisse dazukommen. Beispiel schwarzblauender Röhrling, bis vor Jahren noch ein wirklich geschätzter Speisepilz, jetzt als stark arsenbelastet, nicht mehr bei den Speisepilzen. Ja, und das kann man halt nur korrigieren, wenn das Pilzbuch digital ist. Wenn die Pilzbücher mal draußen sind, dann steht das Falsche da in Anführungszeichen oder diese alte Information da weiter drin. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, da hat so ein Online-Pilzbuch einfach viel, viel mehr Vorteile. Es muss nicht gedruckt werden. Ja, und es kann dann stets irgendwo aktuell gehalten. Also, wenn ihr in das Pilzbuch reinschauen wollt, schaut es gerne immer in die Videobeschreibung, denn gerade auf so Pilzwanderungen mache ich das immer so. Ich schreibe zwar die Art meist ins Video mit rein, steht dann dabei, beispielsweise Steinpilz, essbar, aber in der Videobeschreibung ist dann der Pilzbucheintrag zur Art direkt nochmal verlinkt und wenn man dann sagt, ah, zum Beispiel der Kampfermilchling interessiert mich jetzt mehr und in dem Video wurde gar nicht so richtig beschrieben, ja, wie man den vielleicht erkennen kann oder wie man den unterscheiden kann, was die Verwechslungspartner sind, dann immer gerne in die Videobeschreibung schauen, auf den Link klicken, der dann direkt zum Pilzporträt führt und da findet er dann wirklich alle Informationen eben vom Speisewert über das typische Habitat, die Verwechslungspartner und bei ganz vielen Arten jetzt schon sicherlich 200-300 auch ein Pilzporträt in Videoform.
Jetzt hat man gerade das Thema Schwarz-Blau in der Röhrling und Schadstoffbelastung. Deswegen springen wir kurz mal in meiner Themenreihe ganz, ganz weit nach unten und kümmern wir uns mal um das Thema Schadstoffbelastung bei Pilzen. Denn auch da, ja, wir haben es auch gerade angesprochen, gibt es, glaube ich, wieder neue Erkenntnisse, die man vielleicht so ein bisschen da mit einbauen kann und die mich dann doch so ein bisschen ins Grübeln gebracht haben, ob diese, ich will jetzt nicht sagen Panikmache vor der Schadstoffbelastung, da nicht vielleicht doch so ein bisschen übertrieben ist. Um was geht es eigentlich? Viele Arten, wie eben zum Beispiel der schwarz-blauende Röhrling, die Lacktrichterlinge haben wir ja schon oft angesprochen, wild wachsende Championarten, gerade die Anis-Champions sind da sehr stark betroffen, können Schwermetalle, die dann natürlich gesundheitsschädlich sein können, in den Fruchtkörpern einlagern. Ja, und wenn man die verzehrt, kann natürlich so ein bisschen die Gefahr bestehen, dass man sich dann einer Schwermetallbelastung aussetzt. Aber ich habe da von einer neuen Studie gelesen, da wurde eben geprüft, was passiert denn jetzt genau, wenn man diese nachweislich schadstoffbelasteten Arten wirklich verzehrt. Und da war es dann eben so, dass geprüft wurde, okay, wie hoch ist die Schadstoffbelastung von so einem Fruchtkörper vor dem Verzehr? Dann wurden ein paar Freiwillige gesucht, die dann trotzdem verzehrt haben, obwohl die Fruchtkörper schwermetallbelastet waren. Und dann wurden Stuhlproben genommen und geprüft, wie viel von der Schadstoffbelastung, die oben reinkam, kam unten praktisch gesehen, so unappetitlich wie es ist, wieder raus. Und fast das komplette, ich glaube Cadmium war es in dem Fall, kam tatsächlich dann oder wurde dann vom Körper gar nicht aufgenommen, sondern einfach unbeachtet in Anführungszeichen ausgeschieden. Natürlich heißt es jetzt nicht, dass jeder im Prinzip auf die Wiesen und Weiden rennen soll und sich jeden einzelnen Anis-Champion reinpfeifen soll. Das soll es überhaupt nicht heißen, sondern ich will damit nur noch mal sagen, dass das Ganze vielleicht nicht ganz so dramatisch ist, wie es oft gemacht wird, gerade in den Pilzgruppen auf Facebook, da wenn ein Champion kommt, kommt gleich 10-mal schadstoffbelastet und dass man da vielleicht die Kirche so ein bisschen im Dorf lassen muss und dass man sagen muss, okay, die Arten sind schadstoffbelastet, sollte man nicht im Übermaß sammeln, aber komplett vom Verzehr abraten, muss man von schadstoffbelasteten Arten vielleicht dann doch irgendwo nicht. Es gibt wie immer bei so Themen eine Hardcore-Fraktion, die sagt, Lacktrichterlinge kann man auf gar keinen Fall mehr für Speisezwecke empfehlen. Wild wachsende Champions sowieso nicht. Ja, und dann gibt es halt irgendwo den Mittelweg, wo man sagt, mit Vorsicht rangehen, nicht zu viele, nicht zu große Mengen sammeln, aber hier und da eben beispielsweise Lacktrichterlinge als Farbtupfer Mischgericht ist eigentlich zumindest aus meiner Warte nichts gegen einzuwenden. Gerade auch mit Blick auf diese vorher erwähnte Studie. Streue mir vielleicht dazwischen mal wieder so eine privatere Frage ein. Und zwar ging es da um das Thema, mache ich außer den Pilzen überhaupt noch was anderes? Ein paar haben das eher in die berufliche Richtung und ein paar haben das eher in die private Richtung gefragt. Starten wir mit dem beruflichen. Ich bin tatsächlich immer noch festangestellt und zwar schon seit 2008 bei der gleichen Firma. Ja, das ist in der heutigen Zeit, glaube ich, echt eine Ausnahme und das heißt schon was. Dementsprechend liebe Grüße an die Kollegen gehen raus und ich bin mega dankbar und das muss ich an der Stelle mal erwähnen, dass mir die Firma das überhaupt ermöglicht, eine 4-Tage-Woche zu machen, damit ich dann am Wochenende pilztechnisch da irgendwo mein zweites berufliche Standbein, was eigentlich eher mehr so eine Hobbysache ist, dann letztendlich aufzubauen, auszubauen, ja und dann im Prinzip das zu leben, was ich leben möchte. Kommen wir zum privaten Teil. Ja, ich mache tatsächlich noch andere Sachen und zwar gehe ich zum Beispiel sehr, sehr gern ins Fitnessstudio, 3-4 Mal die Woche normalerweise. Aktuell natürlich nicht mit dem Nabelbruch, das sollte man da lassen, beziehungsweise überlege ich schon, ob ich vielleicht noch mal kurz gehe, wenigstens einmal ganz vorsichtig mit Übungen, die den Bauch möglichst wenig belasten, aber insgesamt aktuell eher eben schwierig. Und ansonsten habe ich ja eine Familie mit 2 Kindern und da gibt es halt dann hin und wieder mal einen Ausflug in die Berge, in irgendeine Klamm, in irgendeinen Freizeitpark. Bayernpark zum Beispiel ist bei uns sehr beliebt oder auch in Ruhpolding gibt es einen ganz, ganz schönen Freizeitpark, wo man dann hier und da mal einen schönen Ausflug macht. Früher habe ich noch Fußball gespielt, das passt bei mir zeitlich nicht mehr rein. Ja, und wenn man ganz, ganz weit in den Archiven graben möchte, da habe ich dann früher Wrestling gemacht. Viele kennen es ja, WWE im Fernsehen und so weiter. Das ist aber dann auch schon sehr, sehr lange her. Ist zwar immer noch ein bisschen Interesse in die Richtung da, aber ja, ist vielleicht so ein bisschen außergewöhnliches Hobby, deswegen wollte ich es noch erwähnen, weil der Sprung von Wrestling irgendwo, ja, ist zwar kein richtiger Kampfsport, aber dann doch zu den Pilzen sehr, sehr weit ist. Und da sieht man mal, wie sich so ein Leben von Wrestling zu Fußball zu Pilzen dann irgendwo über die Jahrzehnte wandeln kann. Ist eigentlich schon fast wieder zum Schmunzeln und Kopfschütteln.
Das Thema Garzeit bei Pilzen. Das treibt den Pilzsammlern, vielleicht gerade auch den Neulingen, so ein bisschen die Fragezeichen über den Kopf. Ja, und da ist eben immer die Frage, muss ich Pilze nicht 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten garen? Warum war diese Glucke ja wahrscheinlich nur 3-4 Minütchen im heißen Fett? Wie heiß muss das Fett sein? Wie lange muss man die Glucke drinnen lassen? Wie lange muss man die Flockenhexe braten? Und. Das sind so Fragen, die mich da immer wieder erreichen. Ich betone nochmal, ich kann da wirklich keine pauschalen Angaben machen und diese pauschalen Angaben in Pilzbüchern, 15 Minuten, 20 Minuten, die würde ich eher so einschätzen, dass der Autor gedacht hat, wenn in meinem Pilzbuch steht, ja, man muss es nur scharf anbraten und jemand brät scharf an, verdirbt sich dann den Magen, ist es, glaube ich, keine gute Idee, schreibe ich lieber eine sehr, sehr hohe Minutenanzahl in das Pilzbuch mit rein, so eine Sicherheitszahl, wo wirklich eigentlich nichts mehr schief gehen kann, selbst wenn ich überspitzt formuliert die Flockenhexe, ohne sie irgendwo klein zu schnippeln, komplett in die Pfanne lege. Ist natürlich, wie gesagt, übertrieben, sollte man nicht machen. Pilze immer klein schneiden, um eben sicherzustellen, dass der Fruchtkörper dann doch irgendwo durch ist. Wann ist er durch? Es hängt eben von der Größe der Stücke ab, vom Wassergehalt der Fruchtkörper und man kann es pauschal nicht sagen. Mein Tipp ist an der Stelle immer, wenn man sich unsicher ist, den Pilz lieber noch ein, zwei Minütchen mehr in der Pfanne geben. Wenn man sich sicher ist, dass der Fruchtkörper durch ist, dann kann es auch bei dünnen Stücken, heißer Temperatur, zum Beispiel vom Fett oder auch einer rohverträglichen Art, nach 30 Sekunden, nach einer Minute oder auch nach 2 Minuten eben der Fall letztendlich sein. Was sind rohverträgliche Arten? Beispiele wären die Steinpilze, die Pfifferlinge, verschiedene Milchlinge, wie zum Beispiel der Milchbrätling. Da muss man dann überhaupt nicht auf die Garzeit achten. Da reicht einfach kurz scharf anbraten, dann kann man die theoretisch verzehren, wenngleich längere Garzeiten da dann natürlich auch nochmal dafür sorgen, dass die ohnehin schon sehr verträglichen Arten vielleicht nochmal eine Spur verträglicher werden. Eine Frage, die auch ein paar Mal kam und die wir eigentlich schon beantwortet haben, aber ich beantworte sie gerne nochmal, ist, wo gibt es diesen wunderschönen Pilzpulli zu kaufen? Ja, tatsächlich ist es ein Geschenk von meiner Frau gewesen, wie schon erklärt. Ja, und die hat den in einem Online-Shop gekauft. Ich verlinke euch den Shop einfach unten in der Videobeschreibung, muss aber explizit dazu sagen, das ist keine Werbung. Ich habe da keine Partnerschaft mit dem Shop, ist kein Affiliate-Link oder irgendwas in die Richtung, sondern es ist halt einfach der Shop, wo meine Frau damals den Pulli für mich gekauft hat. Ja, und wer möchte, der kann da eben dann auch zuschlagen und sich auch diesen Pilzpulli zulegen. Hashtag no Werbung, wie man so schön sagt. Kommen wir zum Thema Geschmacksprägung. Sehr interessantes Thema, denn ich bekomme immer wieder Nachrichten in die Richtung, jetzt habe ich endlich den Parasol gefunden, habe ihn zubereitet, wie es überall beschrieben wird, das berühmte Parasolschnitzel und es hat geschmeckt wie Pappe. Oder ich habe endlich meine ersten Fichtenreisige gefunden, habe mich so drauf gefreut. Erster Bissen, total bitter, unangenehm. Ich habe das Pilzgericht nicht verzehren können. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich den Fund verwechselt? War es irgendwas anderes? Ich kann es nicht sagen, was habe ich falsch gemacht. So Nachrichten und Kommentare bekomme ich immer wieder. Und in aller Regel habt ihr ehrlich gesagt gar nichts falsch gemacht oder wahrscheinlich auch keine falsche Art irgendwo zubereitet, sondern es ist eure individuelle geschmackliche Prägung, die euch da, wie soll ich sagen, nicht den Streich gespielt hat, sondern die euch das so empfinden lässt, wie ihr das empfunden habt. Es ist nämlich tatsächlich so, dass ein guter Speisepilz nicht für alle ein guter Speisepilz ist, sondern die geschmackliche Prägung da eine ganz, ganz große Rolle spielt und den einen, dem schmeckt eben der Fichtenreiziger gut. Er sagt, das ist würzig, das ist toll, das ist individuell, schmeckt nicht so wie jeder Pilz. Und der Nächste sagt, boah, das finde ich jetzt aber mindestens herb, wenn nicht sogar bitter, schmeckt mir eigentlich nicht so gut. Und dementsprechend wird da häufig gar nicht irgendwo was bei der Zubereitung falsch gemacht oder vielleicht liegt sogar eine Verwechslung vor. Nein, das ist nicht der Fall, sondern das ist die individuelle geschmackliche Prägung, die euch das so empfinden lässt. Ja, und da muss man eben sagen, okay, Fichtenreiziger schmeckt mir nicht, Krause Glucke dafür besser. Und beim nächsten ist das Ganze dann umgedreht, der dann sagt, Fichtenreiziger super lecker, aber Krause Glucke brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Thema Videotitel, das Finale. Ja, was ist damit gemeint? Ich habe Ende September ein Video hochgeladen, veröffentlicht und habe mir gedacht, das war so eine schöne Tour, jetzt ist der September so gut wie vorbei. Das Finale trifft es eigentlich ganz gut. Auf was war das jetzt bezogen? Wie war es gemeint? Ja, da kamen so ein paar Fragen und irgendwie hat der Titel leider und sowas nicht beabsichtigt für so ein paar Spekulationen gesorgt. Ist es vielleicht bald vorbei mit den Pilzen? Kommt ein Wintereinbruch Anfang Oktober oder wie sehe ich das da? Jetzt habe ich ja doch schon so ein bisschen Erfahrung auf dem Buckel. Habe ich Angst, in Anführungszeichen, dass die Hauptsaison ein frühes Ende nimmt? Ja, habe ich, aber nicht Anfang Oktober, sondern eher so in Richtung Ende Oktober.
Wie war also der Titel vom Video gemeint? Bezogen habe ich das eigentlich auf den September. Das war eine der letzten September-Waldrunden. Ja, und es war eine der schönsten Waldrunden, nicht nur im September, sondern vom ganzen Pilzjahr. Und deswegen habe ich gedacht, das Finale trifft es eigentlich zumindest auf den September bezogen gut. Was meine ich mit einem frühen Ende der Hauptsaison? Wenn ich aktuell durch die Wälder streife, habe ich teilweise das Gefühl, es ist sehr, sehr kalt, mich friert es. Ja, das ist schon mal für diese Jahreszeit im Vergleich zu den letzten Jahren eher ungewöhnlich. Dann sehe ich Nebelkappen ohne Ende, dann sehe ich Fliegenpilze ohne Ende. Ja, und das sind so Anzeichen, wo ich sage, hoppla, das kenne ich aus den letzten Jahren eigentlich eher so aus dem Zeitraum 2. Oktoberhälfte, Ende Oktober, Anfang November. Ja, wir haben jetzt erstmal Anfang Oktober, zumindest jetzt, wo ich dieses FAQ drehe. Und diese Anzeichen aus der Natur so ein bisschen zu lesen und das zu interpretieren und dann zu sagen, oh, das könnte schon irgendwo auf ein frühes Ende rauslaufen. Früh heißt natürlich jetzt nicht sofort, aber dann in Richtung früher Wintereinbruch nicht Ende November, Anfang Dezember, sondern vielleicht Anfang November oder vielleicht sogar Ende Oktober. Könnte schon sein. Natürlich kann man es nie genau sagen, aber das ist momentan so meine Gefühlslage und mein Eindruck aus den Wäldern. Dementsprechend, frühes Ende könnte ich mir schon vorstellen, aber der Titel, das Finale, war nicht auf das Ende der Hauptsaison bezogen, sondern eben auf das Ende vom Pilzmonat September. Meine politischen Statements in den letzten FAQs, die eigentlich keine waren, deswegen möchte ich nochmal kurz drauf eingehen. Los ging das ganze Thema Politik hier auf dem Kanal völlig wie aus dem Nichts, und zwar letztes Jahr war, glaube ich, Ende Oktober habe ich einen FAQ gedreht und mein Fehler war, ich bin zu meinem Kleiderschrank und habe geguckt, oh, welcher Pulli liegt. Ganz oben auf, den habe ich genommen, angezogen, war leider vorne Amerika-Flagge drauf. Da ging es schon los mit, ah, politisches Statement, keine Ahnung. Nein, war es nicht. Auch beim letzten FA oder vorletzten FAQ, wo ich den Satz leider gebracht habe mit den Fahrradwegen in Peru, ich konnte ihn mir nicht verkneifen, auch da wurde mir wieder ein politisches Statement nachgesagt. Nein, war es auch eigentlich nicht, sondern es war in dem Fall ein Hinweis auf die Steuergeldverschwendung von was weiß ich wen. Ist mir auch völlig egal, wer da irgendwo am Hebel sitzt. Aktuell sind es halt irgendwelche Parteien, die dann vielleicht mit ihren Mitgliedern sich auf den Schlips getreten fühlen, wenn jemand sowas sagt. Aber auch da möchte ich nochmal betonen, war eigentlich von meiner Warte aus völlig unpolitisch gemeint. Und deswegen, und das ist der Kernpunkt von diesem Teil vom FAQ, ich möchte auf dem Kanal eigentlich nicht über Politik diskutieren oder streiten oder keine Ahnung. Hier soll es größtenteils um Pilze gehen, 95-98%, und dann vielleicht in den FAQs mal, ja, so ein bisschen auch ums Private, aber nicht um die politische Meinung oder Ausrichtung von irgendwem, sondern einfach nur so ein bisschen drumherum. Ja, wie sieht es familiär aus, wie sieht es beruflich aus, keine Ahnung, solche Fragen, wie wir halt heute schon behandelt haben. Also, es wird keine politischen Statements geben, und wenn ihr ein politisches Statement irgendwo wittert, dann könnt ihr euch ganz sicher sein, dass es nicht politisch gemeint war. Thema Pilzwissen, woher habe ich mein Wissen? Ich bin da ein ganz klarer Verfechter von Learning by Doing. Das heißt, durch die Wälder streifen, immer wenn man auf Unbekanntes trifft, neugierig sein, die Funde zur Bestimmung mitnehmen, wenn man nicht genau weiß, was man vor sich hat oder wenn man auch vor allem den Speisewert nicht beurteilen kann, ist es nur was Ungenießbares oder vielleicht was richtig Giftiges, da natürlich räumlich getrennt von den Speisepilzen, die man vielleicht parallel sammelt, ja, und dann kann man sich an die Bestimmung machen, und so lernt man meiner Meinung nach mit am meisten. Klar, so ein Winterabend auf der Couch in der beheizten Wohnung, ja, vielleicht mit einem Kakao oder irgendwas in diese Richtung und einem dicken Pilzbuch, macht schon Spaß, aber die Theorie ist das eine, die Praxis das andere. Pilze sind ein Naturprodukt und Merkmale sehr variabel, und wenn man so einen Fund einmal bestimmt hat, ja, und diese Merkmale dann irgendwo, dann doch irgendwo abgespeichert sind, dann fällt es einfach immer und immer und immer und immer leichter, unbekannte Funde erstmal in eine Gattung einzusortieren. Wenn eine Gattung Sektionen hat, dann in eine Sektion, zum Beispiel, wie wir es vor kurzem hatten, Gattung der Schleierlinge, Sektion der Gürtelfüße. Ja, und dann, wenn man im Prinzip diese Eingrenzung schon mal hat, fällt es viel, viel leichter dann letztendlich, diese Pilze zu bestimmen. Und je öfter man das macht und je öfter man versucht, Pilze zu bestimmen und man vielleicht auch mal scheitert und dann sich dann irgendwo in einem Forum oder einer Pilzgruppe auf Facebook Hilfe holt und dann doch irgendwo zu einer Bestimmung kommt, ja, je mehr Wissen sammelt man dann über die Jahre auf und umso leichter wird es dann, die Pilze direkt selbst und auch im Habitat letztendlich anzusprechen. Und deswegen bin ich eben ein klarer Verfechter dafür, nicht immer nur zu sagen, okay, ich muss irgendwelche Kurse machen, dafür vielleicht auch noch bezahlen oder irgendwo Mitglied in einem Pilzverein sein, sondern es geht auch autodidaktisch, indem man dann eben in die Wälder geht, versucht, die Funde zu bestimmen.
Und wenn man eben dann nicht selbst zu einer Bestimmung kommt, gerade als Anfänger passiert es dann wahrscheinlich eher noch ein bisschen häufiger, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, dann kann man sich eben in den Pilzgruppen Hilfe holen oder auch in einem Pilzforum Bestimmungsanfragen stellen und dann versuchen, so zu einer Bestimmung zu kommen, um dann das Wissen peu à peu über die Jahre zu erweitern. Was nicht funktioniert, das haben wir beim letzten Mal schon angesprochen, dass man sagt, okay, ich mache jetzt mal schnell 1, 2, 3 Stunden Pilzkurs und danach kann ich alle Pilze bestimmen. Das wird nie funktionieren. Und es geht auch mir so, dass ich immer wieder über Arten stolper, wo ich dann nicht mal wusste, dass es diese Arten gibt. Und es wird auch die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre, egal wie lange man das Hobby betreibt und wie ernsthaft man das Hobby betreibt, nicht passieren, dass man irgendwann entweder alle Pilze mal gesehen hat oder vielleicht sogar alle Pilze irgendwo auf Anhieb und vielleicht am besten noch mit einem Blick von oben bestimmen kann. So funktioniert es nicht und das macht das Ganze auch so spannend und interessant. Eine Frage, die ich mir jetzt vor der OP so ein bisschen stelle, ist, wie lange wird die Zwangspause? Das ist die Frage, die mich bei der OP eigentlich mit am meisten beschäftigt, weil dieses Waldrundendrehen einfach für mich super, super wichtig ist. Nicht nur wegen YouTube und den Videos und dem Ganzen drumherum, sondern vor allem auch, weil es Balsam für die Seele ist. Ja, und als dann der Arzt gesagt hat, 3 Wochen Krankschreibung, da bin ich erstmal fast vom Stuhl gefallen, habe mir gleich noch neben dem Nabelbruch den Fuß gebrochen, hätte ich fast gesagt. Ja, weil es eben eine so, so lange Zeitspanne ist und damit eigentlich die schönste Zeit des Jahres schon vorbei ist. Aber gesagt wurde auch, man soll sich eigentlich direkt am Tag der OP wieder normal bewegen, also sowas wie kleiner Spaziergang durchs Haus oder so, keine Ahnung. Und das bringt mich jetzt zu dem Punkt, wo ich sage, ja, die Hoffnung ist zumindest da, dass es vielleicht bei 1 Woche oder maximal 2 Wochen Zwangspause bleibt. Das wäre meine Hoffnung. Und vielleicht hatte von euch jemand ja auch so eine Nabelbruch-OP. Die ist jetzt keine große OP, sondern ist ja nur kurz aufschneiden, zutackern und erledigt. Vielleicht kann mir ja jemand Hoffnung machen und sagen, okay, nach 1 Woche oder 1,5 Wochen spätestens sollte man eigentlich wieder so weit sein, dass man zumindest im Wald spazieren gehen kann. Falls jemand mir die Hoffnung machen kann, gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch in der Zwischenzeit eine tolle Zeit, viele, viele schöne Funde. Ja, ich drücke euch natürlich trotzdem allen die Daumen, dass es mit dem einen oder anderen spannenden Erstfund klappt. Und wenn ich dann wieder am Start bin, ja, dann mische ich da auch wieder ganz, ganz gerne mit. Das soll es fürs heutige FAQ dann auch schon gewesen sein. Wenn deine Frage heute wieder nicht beantwortet wurde, wie immer gerne in die Tasten hauen und die Frage nochmal drunter posten. Wenn du eine neue Frage hast, dann bitte das Gleiche machen. Ja, und wenn du jetzt vielleicht das Interesse hast oder mir so ein bisschen helfen möchtest, dann bitte gerne bei uns in den Playlists vorbeischauen. Gerade jetzt in der Zwangspause bietet sich's natürlich an. Ja, aktuelle Pilzwanderungen gibt es zwar keine, aber wir haben mehrere hundert Pilzwanderungen auf dem Kanal. Da vielleicht gerne nochmal reinschauen. Oder wenn du detailliert Infos über bestimmte Arten haben möchtest, dann haben wir auch eine Playlist für dich im Angebot mit den ganzen Pilzporträts. Dürften ungefähr 200, 300 Arten sein, die wir da schon in Videoform porträtiert haben. Schaut da gerne rein. Ja, und wenn ihr so ein bisschen die Kirsche auf der Torte noch da lassen wollt, dann wäre es natürlich toll, wenn ihr vielleicht auch den ein oder anderen Like oder Kommentar da lässt. Das hilft uns dann nämlich so ein bisschen bei der Reichweite weiter. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal im Voraus dafür. Wünsche euch eine tolle Zeit. Ja, dann sehen wir uns dann doch hoffentlich bald wieder auf einer aktuellen Waldrunde. Da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn es dann nach der OP endlich wieder losgeht mit den Waldrunden. Habt alle eine tolle Zeit und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde eben oder im nächsten Pilzporträt.